This is the shore on 88.4, and the waves keep crushing in. Heute im Interview die Superband Megaherz, und ich stelle sie euch gleich mal vor mit ihrem Lied Zombieland, und danach geht's gleich ins Interview. Romantisch. Romantisch? Ja, so wie schaut's euch bei euch aus mit Groupies? Ja. Machst ja. du oder machst du? Dann geh ich da. Ja, für Groupies sind der Drummer und der Gitarrist zuständig. Ja. So. Ich als seriöser Frontmann, na, ich halte mich da raus. Finger weg. Wer von euch ist jetzt der Schauspieler? Der Schauspieler. Keiner. Ihr habt gar keinen Schauspieler mehr. Ich bin Synchronsprecher. Wir hatten daran gearbeitet, aber wir haben Schauspieler sehen. Schauspieler waren okay. Schon aus. Ja. Nein, das war der alte Sänger, oder? Na, auch ach so, ja, das war der alte Sänger. Aber der ist auch kein Schauspieler. Der hat eine große Klappe einfach. Ja, das ist ja logisch, das müssen wir haben, das ist eine Begabung. So, ich sitze jetzt hier im Tourbus von Megaherz. So lustig, bayerisch zu reden. Wie schaut's aus? Ihr seid alle aus München. Nein, nicht wirklich. Inzwischen sind wir multikulturell eigentlich. Ja. Ich bin der einzige Münchner eigentlich. Nein, die anderen, ihr nicht. Seid bloß Speckgürtel, sonst Alter, gar nichts. Ich bin in München geboren. Ja, aber du wohnst halt da nicht. Na und? Was du dir Miete in Sendling nicht leisten kannst. Wir lösen uns gerade auf. Ja, also ich bin auch ein Neigschmeckter. Augsburg bin ich jetzt gerade geboren. Neigschmeckt, Zurgroast. Zurgroast. Da fängt es schon an. Also hier diese Intoleranz in der Band ist einfach. Ja, das ist nicht zum Aushalten. Schickeria? Aber ich habe jetzt Unterstützung. Ich habe jetzt Unterstützung. Der Schwaben-Express ist verstärkt worden durch den Tobi am Schlagzeug. Ursprünglich aus dem Schwabenland, jetzt bei Würzburg. Jetzt geht's ab. Hanoi, gell? Hanoi! Vor Ort in. Na, aber wie hat euch aus München zu kommen geprägt? Irgendwie musikalisch geprägt? Seht ihr das irgendwie bei anderen Bands? Überhaupt nicht. Also das ist wirklich, also da ist Musik oder Kunst oder irgendwie so multikulturell oder so alles umfassend. Also ich das glaube ich nicht, dass das irgendwo. Wir haben ja in München das gleiche WLAN wie in Berlin auch. Genau, eben. Das heißt, man kriegt alles neu. Seid ihr irgendwie punkig aufgewachsen oder einfach Musiker und habt. Also die Roots sind eigentlich schon so, dass ganz zu Anfangszeiten das Grunge schon wichtig war. Also Punk jetzt nicht wirklich natürlich, aber halt so. Ja. Was habt ihr gehört? Clawfinger und. Clawfinger ist nicht Grunge, aber halt so damals so in den aufkeimenden Hochzeiten, das Grunge war das schon ein wichtiger Einfluss für uns. Und dann halt natürlich Clawfinger. Also die Staccato-Mettler aus dem Skandinavischen. Napalm Death ist ja ein sehr. Schick, also ihr seid, präsentiert euch sehr schick. Steht ihr auch auf Trash Metal und so Sachen? Death Metal? Ja, schon, natürlich, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir irgendwelche Genres ausgrenzen oder so. Es gibt da überall was Gutes. Wobei das bei uns in der Band auch total unterschiedlich ist. Da gibt es unterschiedliche Härtegrade, wo gespielt werden. Auch nach der Show hier, wenn dann die Disco läuft. Unsere 80s Pop Disco gestern unten, ja, gegen Technical Death Metal oben, oder? Genau. Wie seid ihr auf die Masken gekommen? Ist das eine Idee der Plattenfirma gewesen oder von euch? Ja, also das sind immer so Legenden, dass die Plattenfirmen alles vorschreiben. Das war bei uns eigentlich noch nie so. Das war eigentlich mehr so ein Zufall beim Fotoshooting, dass wir uns gedacht haben, es wäre doch mal cool, wenn wir wieder den Clown aktivieren. Und dann fiel so die Wahl auf dem Lex, so, naja, also der Clown ist halt dann der König der Clowns, der halt dann der Frontmann ist, und lass uns mal Lex anmalen. Und dann hat der Lex gesagt, ja, okay, schon, aber mitgefangen, mitgehangen. Macht es schon, nur wenn ihr euch auch anmalt. Und dann war's. Das Übel seinen Lauf genommen. Das war eigentlich tatsächlich geplant nur für eine Halloween-Show, die wir gemacht haben. Und da war das bei einem Fotoshooting, wie der Xi gerade schon gesagt hat, so eine Aktion, die wir mal gemacht haben. Und das hat eben so gut funktioniert bei der Show und hat uns auch selber so viel Spaß gemacht, dass wir das durchgezogen haben. Und das ist jetzt so ein Markenzeichen von uns geworden. Und die deutsche Härte auch, die neue deutsche Härte.
Die neue deutsche Härte haben wir ja mitbegründet. Naja, also Megaherz war halt einer der Bands, die das begonnen haben, so Gitarre zu spielen. Und insofern wahrscheinlich also von vielen als Mitbegründern der Stilistik mitgeführt wird. Und ist einfach. Also Megaherz, Umf und Rammstein sind eigentlich so die drei großen Namen, die heute noch da sind aus der Anfangszeit, kann man sagen. Es kam einfach wirklich von dem, also aus dem Zeitgeist der damaligen Zeit, sodass man das, keine Ahnung, irgendwie, man hatte dann nicht mehr so wirklich Bock auf Nirvana oder so, sondern hat dann halt so geschaut, was sich sonst noch so tut. Und unser damaliger Leitsatz im Proberaum war, wir machen jetzt Clawfinger mit deutschen Texten. Das war tatsächlich so das, was dann da jeder verstanden hat, irgendwie innerhalb der Combo. Und dann hat sich das halt so entwickelt zu diesem Staccato-Spiel. Und dann für uns war es an nie irgendwie unnatürlich, deutsche Texte zu singen. Ganz im Gegenteil, wir haben nie verstanden, warum man, wenn man irgendwie aus Deutschland ist oder grundsätzlich aus welchem Land da immer, warum man nicht seine Muttersprache benutzt. Hängt ihr so mit Schandmaul und Sportfreunde Stiller? Nee, also Schandmaul. Schandmaul kennen wir schon, mit dem waren wir schon öfter live unterwegs. Die sind tatsächlich aus dem selben Ort wie ich. Also insofern kennt man sich, aber... Bist du auch aus Dachau? Nee, das ist Olchingrübenzell, die Ecke. Im Münchner Westen. Genau, und ansonsten haben wir eigentlich nicht viel gemeinsam. Warum denkt ihr, dass überhaupt die Leute harte Musik brauchen? Weil wir es mögen. Wir zwingen es ihnen auf. Ja. Nein, ich glaube, es gibt halt für alles seinen Platz und seinen Raum. Und also so den Standard-Pop, den Standard-Rock, den gibt es ja eh schon total breit aufgestellt. Die Frage ist eher, warum glaubst du, dass die Leute Helene Fischer brauchen? Also genau, die Frage werden wir ja genauso zurückgreifen. Also, das sind Arbeitsplätze. Ja. Du hast die großen Hersteller. Und nicht wenige. Ja. Helikopterpiloten. Ja, genau. Bisschen mehr sozialkritischer. Ja, erzählt mir mal überhaupt erst vom neuen Album und dann frage ich euch. Naja, also bei dem neuen Album, für uns ist eigentlich Komet eine Fortführung von Zombieland, wo wir, auf Zombieland haben wir schon begonnen, mit so stereotypen Mustern aus der NDH-Szene zu brechen. Wir haben mehr Melodiosität zugelassen, also mehr Catchiness in den Refrain reingebracht, verbinden das aber schon auch mit der nötigen Härte, die man einfach von Megaherz kennt, mit unserer Gitarrenarbeit. Und das haben wir auf Zombieland meiner Meinung nach einfach wirklich, also wir sind super happy damit, mit dem Produkt, mit dem fertigen Album, weil es einfach alles wie aus einem Guss klingt und für uns total schlüssig klingt. Inhaltlich ist das Album tatsächlich eines der politischsten Alben, die wir geschrieben haben. Aber es liegt auch einfach an dem, was um uns herum passiert. Wir sind ja, als Künstler haben wir unsere Antennen und was uns umgibt, nehmen wir auf. Und wenn Leute wie Donald Trump, Erdogans oder aber auch hier in Europa der Populismus um sich greift, wenn FPÖ, AfD wieder rumpoltern und wenn Hass, Hetze, Rassismus wieder zur Politik gemacht wird, dann müssen wir ein ganz klares Statement dagegen setzen, als Künstler, als Menschen. Und das haben wir getan. Wir haben halt dann Songs wie Nicht in meinem Namen geschrieben, aber auch es gibt ganz, ganz viele Songs. Ja, um was geht's da? Nicht in meinem Namen? Nicht in meinem Namen, ganz klar gegen rechts. Ganz klar gegen rechts. Dagegen, dass man zu schnell einfach diesen simplen Antworten folgt, diesen stumpfen Parolen, wo wir gedacht haben, die wären eigentlich schon längst Vergangenheit, dass da wieder solche Sprüche kommen wie Migranten sind Neger, Türken sind Kümmeltürken und dass man da mit den, wie soll man sagen, mit den niederen Instinkten wieder die Ressentiments gegen Ausländer weckt. Da müssen wir ganz klar dagegen was sagen. Ja, die Pegida marschiert ja heute in München. Tatsächlich? Ja. Gott sei Dank sind wir nicht da. Ja. Warum nicht? Das wäre nicht gelesen, so die 10 Sachen, die man Marienplatz lieber hätte als die Pegida. Die dritte Startbahn war dabei. 60 in die Bundesliga. Ja, das ist halt eben die Frage, weil bei Horrorclown, da stellt ihr ja einen Zustand dar. Also ihr zeigt den ja, aber da ist jetzt nicht so ein emanzipatorischer Ansatz da. Also wie man da was... Horrorclown ist eigentlich eine Persiflage auf Donald Trump.
Das ist für uns ganz klar ein Song von Donald Trump inspiriert. Ihr habt ja auch Zitate von ihm genau, du musst ja nicht unbedingt immer also ich finde, was immer nicht funktioniert oder immer meistens in die Hosen geht, ist eigentlich der erhobene Zeigefinger. Also das checken die Leute schon viel besser. Wenn man einfach den Zustand beschreibt, dann pflanzt du das denen ins Hirn. Die denken drüber nach und ziehen dann schon ihre richtigen Schlüsse draus. Also du kannst so eine Message, finde ich, auch viel besser und viel ehrlicher auch rüberbringen, als wenn du sagst, macht lieber das nicht oder so. Das ist ein Schmarrn. What do I care about? People. I care about people. I care about making the world a better place. I care about my family. My fellow Americans. I care about music. I care about our job prospects. I care about peace. Teaching youth, my kids, my husband. Welfare, my fellow man. Health. I want the truth to come out. This is the Breakdown Station. Um was geht's? Weil Heldengrab, da ist auch gar kein Video noch da. Macht ihr dazu ein Video? Sauerei. Wir haben noch nicht zu jedem Song ein Musikvideo. Wir haben schon drei Videos. Also das wollen wir mal gucken, wir müssen mal unser Plattenfirma schreiben, wir brauchen mehr Millionen für Musikvideos. Genau, ja. Nein, Heldengrab ist für mich, als ich den Text dazu geschrieben habe, stand tatsächlich die Frage, wie authentisch leben wir noch? Also Wir sagen immer das eine und denken was ganz anderes. Und diese Widersprüche führen wir in so vielen Bereichen unseres Lebens fort. Und es entstehen so viele Tabus, über die wir nicht mehr reden dürfen. Und wir machen uns selbst so viele Schranken im Kopf. Und was denn zum Beispiel? Ja, ich meine, egal, wenn du über Politik redest, ist inzwischen ja schon mutig, wenn du eine Meinung vertrittst, weil die Lager inzwischen so unterschiedlich sind und die Leute so gereizt reagieren und so emotional reagieren, dass man manchmal schon denkt, oh scheiße, ich muss ja aufpassen, was ich sage, weil ich möchte ja nichts falsch machen. Und ich frage mich, warum? Warum sagst du nicht einfach, was dir auf der Seele liegt? Es ist doch kein Problem, über alles zu reden. Und bei Heldengrab geht es einfach darum, steh mal wieder für deine Meinung ein, sag mal wieder, was du denkst, bleib mal wieder straight bei dem, wer du bist und mach dir nicht so viel Gedanken, verkopf dich nicht zu sehr. Helden, das sind nicht die Superhelden oder die großen Persönlichkeiten. Ein Held kann jeder von uns sein und ist schon jeder, der einfach für das einsteht, an was er glaubt und das dann auch vertritt und auch gegen Widerstände durchsetzt. Weil wenn du eine Meinung hast, wirst du auch immer eine Gegenmeinung hören. Also geht es ja jetzt nicht speziell um Absurdistan oder die bayerische Kriegsindustrie? Du, auch das ist alles in... Ich meine, es gibt ja auch den einen Satz im Text, wir stellen uns Ängsten, die wir selbst erschaffen, wir fördern den Frieden mit noch mehr Waffen. Es sind ja auch diese Widersprüche, die uns auszeichnen. Politiker, bestes Beispiel jetzt, Sigmar Gabriel stellt sich super hin als der Außenminister, der Dennis Yücel befreit hat und sich dafür feiern lässt. Und was waren es, 3-4 Tage später macht die gleiche Bundesregierung einen Waffendeal mit der Türkei und schickt ihnen neue Waffen für ihre Großoffensive in Syrien, die wieder neue Flüchtlinge kreiert, die dann zu uns kommen. Und dann sagen sie, ja, die AfD darf nicht schimpfen gegen Flüchtlinge. Diese Widersprüche aufbrechen und darüber reden. Es gibt keine Tabus. Warum sollen wir nicht über das alles reden? In einem anderen Song, Schwarz oder Weiß, der auch auf dem Album ist, greife ich ja auch das auf, dass wir nicht mehr miteinander reden, sondern nur noch übereinander reden. Wir schimpfen, wir geifern, wir hetzen, wir übereinander, aber wir reden nicht mehr miteinander. Ja. Seid ihr auch in Bayern mit Biermöselblasen und Polt und so aufgewachsen? Also Polt ist natürlich unser Held, wirklich, besser geht's kaum. Aber wir kennen ihn leider nicht persönlich, obwohl er eigentlich aus der Gegend kommt. Aus Bayern. Ja. Auch daher. Ja. Genau. Redet ihr da auch mit anderen Bands drüber, so über Politik? Wir mögen andere Bands nicht. Genau. Ich bin froh sein, wenn sie Guten Morgen hören oder so. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber das ist, es ist tatsächlich im Touralltag, kommt es oftmals gar nicht dazu. Man denkt immer, wenn man denkt, stellt es immer so romantisch vor, irgendwie toll und irgendwie hurra. Aber der Tag ist echt so durchgetaktet,
dass du echt vom Soundcheck zum, was weiß ich, Interview oder whatever, dann gibt's schon was zu essen, dann ist irgendwann Schminken angesagt, das dauert bei uns ja mal eine gute Stunde, das ist alles was der Tag auffrisst. Da hat man nicht mehr so viel Zeit, dass man sie so irgendwie lang irgendwie beim Bier oder so, es ist einfach nicht mehr so. Ja, Nockerberg war auch. Noch ein Klischee. Weißt du, dass da kostet die Stark den Mast, glaube ich, inzwischen 12 Euro oder sowas. Aber du brauchst auch weniger dann jetzt davon. Es ist gut investiert. Ja, ist effektiv. Warum habt ihr ein Album Götterdämmerung genannt? Weil es gut klingt. Hat das was mit Wagner? Und für dich ist ja der Wagner. Nein, stimmt schon. Also ich stehe total, also wenn auf Klassik, dann schon auf wagnerische Brutalo-Fanfaren. Also das stehe ich schon drauf. Also das ist einfach immer groß. Und du hast ihn ja mal als den Schwermetall der Klassik bezeichnet. Ja, genau, richtig. Ja. Der Schwermetaller. Der. Okay, ihr habt an einem Lied, also ihr habt ein Lied gemacht, Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Das ist auf einem anderen Album. Habe ich mir gedacht, warum habt ihr das nicht anders? Warum habt ihr nicht Angst vorm... Naja, wir haben vom grünen Mann. Ja. Aber das hat mit dem schwarzen Mann an sich ja gar nichts zu tun. Das also, ist dass eigentlich man das schon erklären muss. Das ist ja, das geht hier um so ein Kinderspiel. Ja, genau. Dass man früher als Kind eben so gemacht, ich weiß nicht, ging das nicht mit Umdrehen und Weglaufen? In dem Song spielen wir ja auch eigentlich, es hat wieder eine ähnliche Thematik, dass wir gegen die Angst und gegen Vorurteile in dem Song eigentlich ansingen. Und dass man jetzt dann wieder erklären muss, dass es in der Zeile, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, nicht um den Schwarzen oder Dunkelhäutigen geht, ist schon lächerlich. Und da bin ich dann auch schon wieder bei dem Punkt, wo wir denken, wir machen uns Grenzen im Kopf über Tabus, dass man nicht darüber reden kann. Wer einfach den Song mal anhört und mal mit offenen Ohren und offenem Herzen reinhört, der versteht sofort, worum es geht. Ihr habt in zwei Songs Pädophilie angesprochen. Ich glaube, Mann im Mond und der Rabenvater. Ja. Habt ihr da ein großes Feedback bekommen oder hat euch da irgendwas zu der Zeit... Also was? Tatsächlich habe ich den Song Rabenvater mit zwei Missbrauchsopfern zusammengeschrieben. Ich bin zu dem Thema, also wir haben, ich glaube, da kann ich für alle sprechen, eigentlich Gott sei Dank eine gut behütete Kindheit gehabt. Also wir sind mit der Thematik nicht in persönlichen Kontakt gewesen. Ich bin darüber mehr oder weniger gestolpert über einen Fankontakt, E-Mail-Kontakt, wo mich dann ein Fan darauf aufmerksam gemacht hat und über einen längeren E-Mail-Kontakt habe ich dann die Geschichte von dem gehört, der mir dann eben sein persönliches Leid geklagt hat. Darüber habe ich mich dann mehr informiert und habe auch in meinem Freundeskreis jemanden gefunden, der sich geöffnet hat und der mir viele Dinge da erzählt hat, wo ich auch sehr schockiert war. Und dann habe ich gesagt, da muss ich unbedingt was darüber schreiben. Und so entstanden die zwei Songs, Rabenvater und Mann im Mond. Rabenvater, wie gesagt, direkt im Zusammenarbeit mit Missbrauchsopfern. Mann im Mond habe ich das Ganze dann noch ein bisschen märchenhafter verpackt und in eine andere Sprache umgemodelt. Aber es ist eigentlich genau die gleiche Thematik. Habt ihr da viel Feedback bekommen? Also ja, so? Auf jeden Fall, ja. Ich hab da tatsächlich Mails bekommen von Betroffenen, die mir auch da gesagt haben, dass ich denen da aus der Seele gesprochen habe. Wobei, es ist immer schwierig, weil ich bin selbst nicht involviert, aber ich habe mich eben da reinversetzt und ich glaube schon, dass da einige gibt, die sich da sehr angesprochen fühlen von dem Text. Leider. Ja, das wird ja auch nicht so viel publiziert. Was für Probleme gibt's so im Musikbusiness? Alle. Was glaubst du, warum wir jetzt zu der Uhrzeit schon Bier trinken? Das tägliche Überleben. Nein, aber das Allgemeine schon, warum ihr nicht im Radio spielt oder so gespielt werdet, verdient ihr meistes Geld echt auf Tour oder habt ihr da... Ja, das sagen wir mal so, das Live-Event ist das Einzige, was man nicht klauen kann, das Einzige, was man nicht runterladen kann oder was man auf Spotify für lau irgendwie konsumieren kann. Die CD-Industrie ist komplett down, also es ist wirklich ganz, ganz dramatisch und
ja, mal schauen, wo die Reise hingeht, mal schauen, weil also irgendwie muss man das ja alles hier bezahlen. Ja, so ist es ja, man möchte vielleicht auch ganz gerne seine Miete zu Hause bezahlen, wenn und das klingt jetzt auch schon zu viel verlangt, langsam. Also es wird echt immer absurder. Die Leute sehen das als total normal an, dass Musik nichts kostet. Warum soll man was zahlen dafür, wenn man es auf YouTube angucken kann? Aber wer die macht und dass die Leute auch was zum Fressen brauchen, daran denkt keiner. Also es ist halt wirklich so. Also ich muss auch sagen, wir leben tatsächlich auch von den Fans, die die Bands so unterstützen, dass sie noch CDs kaufen, dass sie noch auf die Konzerte gehen, sich Merch kaufen. Es ist einfach so. Wir leben von diesen Leuten, die das noch wertschätzen und dafür noch wirklich Geld in die Hand nehmen. Ist traurig, sowas immer wieder zu sagen. Eigentlich müsste es selbstverständlich sein. Du bist nebenbei noch Synchronsprecher und Autor. Was schreibst du? Ich schreibe viele Dinge. Mein erster Roman war einfach nur ein amoröses Vampirabenteuer. Der zweite Roman war ganz anderes Thema, ganz ernst. Da habe ich sehr viel recherchiert dafür. Eigentlich ein Polit-Thriller, gesellschaftskritischer Thriller, Blutzoll. Habe ich jetzt übrigens gerade auch als Hörbuch vertont. Und okay, und ihr spielt es ja in anderen Projekten oder lebt es ja echt nur von der Musik? Keine Zeit dafür bei mir. Also nur Megahertz. Also ich habe noch ein YouTube-Projekt UMC, das ist die Top 10 Charts, so wie sie eigentlich klingen sollten, in Metal. Das ist wirklich sehr zu empfehlen, da musst du echt reingucken. Das ist saugut gemacht und super lustig, echt. Also. Ja, so also die Top 10 Charts genommen, dann halt mit Shredder-Gitarren und halt heftige Sounds und Drums darüber gebügelt. Und das gibt's auch auf YouTube ganz halt viel zu sehen. Ja. Das könntest du auch mal auf Bayern 3 rein. Ja, ich bin ja bis jetzt noch im freien Radio, deswegen dürft ihr echt alles sagen. Und Tobi, deine Chance, freies Radio. Jetzt lass es raus. Was ich schon immer mal sagen wollte. Ja. Freies Radio ist ja immer sehr politisch so. Und die wollen immer gern, dass man da was dazu sagt. Also was ist da wichtig? Pisst ihr euch so in München an? Was sind Sie in München an? Gentrifizierung, Mietpreise, meine Tankstelle bin ich gemacht. Diverse Probleme. Ja. Letztens war es ziemlich kalt. Ja, aber nicht gut gerochen. Aber ich glaube, Mietpreise ist so generell ein Aufregthema für jeden, der in der großen Stadt lebt. Absolut. Das ist abartig. In Augsburg ist zwar jetzt nicht München, aber in Augsburg spüren wir das total, dass viele Münchner auch nach Augsburg drängen. Die Mietpreise sind total explodiert in Augsburg. Also das ist was, wo ich auch mal sage, da könnte doch jetzt mal die Regierung was machen. Ne? Was sollen die machen? Mal sozialen Wohnungsbau. Wäre doch mal eine Aktion. Ne? Kommst du als Rockstar mit deinem Gehalt nicht rein? Ja, hast du recht. Meine Villa ist ja schon gebucht. Gell? Ja, ist ja Villa, Yacht und was haben wir noch? Das Kerosin für Speedboat ist auch teurer geworden. Ja. Fuck ja. Ja. Sehr gut. Scheiße. Glaubt ihr, dass, woran liegt denn das hier, dass wir wieder so viele in Bayern so, es waren die Nazis schon immer da und sind die also nie weggegangen? Oder kriegt ihr das irgendwie in eurer Generation oder so in eurem Umfeld so mit, dass das irgendwie vergessen, also oder bei den Fans so, dass die Jungen so, wir können da überhaupt nichts damit anfangen und deswegen. Also ich es ist echt schwer zu sagen, weil ich hätte noch vor ein paar Jahren gesagt, ach, jetzt können wir doch mal Nationalsozialismus in der Geschichtsunterricht auch mal ein bisschen kürzer drehen. Wir wissen doch alle, dass es scheiße war und müssen wir das alles wiederkommen. Hätte ich noch vor ein paar Jahren auch so unterstrichen oder die Aufreger über Negerkuss, dass das rassistisch sei oder so, habe ich auch drüber gelächelt und gedacht, man hat doch null einen rassistischen Gedanken bei dem Wort. Aber wenn ich es jetzt sehe, wie tatsächlich die Ratten wieder aus den Löchern kriechen, wie AfD-Politiker Sätze lospoltern können, die noch vor ein paar Jahren NPD-Leute gesagt haben und wo jeder mit dem Finger drauf gezeigt hat und gesagt, das sind Nazis, haltet doch die Schnauze. Und plötzlich sagt man, naja, jetzt meinen die nicht so, aber in der Sache haben sie ja recht und so. Und dann denke ich mir auch,
anscheinend ist es doch nicht so verkehrt, dass man immer wieder das Thema wiederkäut und mal versucht, wieder in die Köpfe reinzukriegen, weil der Trend, der gerade da ist, die Ressentiments gegen Ausländer, natürlich auch mit dem Flüchtlingsthema, wo das alles ein bisschen präsenter ist, wo auch Ängste vor Überfremdung einfach da sind und dann Leute Politikern oder in Anführungsstrichen Politikern hinterherlaufen, Hetzern hinterherlaufen, wo ich vor ein paar Jahren gedacht habe, das wäre hier in Deutschland nicht mehr möglich. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir bei jedem Konzert dastehen und mit so einem Song wie Nicht in meinem Namen ganz klares Statement dagegen setzen. Und ich finde, das ist jetzt wieder wichtig, dass man ein klares Statement dagegen setzt. Was haben deine Großeltern im Krieg gemacht? Boah. Also ich hab meinen Respekt, die Frage hat mir nie ein Zeichen gesammelt. Also, nee, also tatsächlich habe ich meinen Großvater. Tatsächlich meinen Großvater nie kennengelernt. Der ist wohl in Stalingrad vermisst und nie wieder zurückgekehrt. Also wird er dort wahrscheinlich gestorben sein. Meine Mutter hat ihn auch nie kennengelernt. Das ist alles, was ich darüber sagen kann. Also ich persönlich. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? War bei der Eisenbahn. Der war nicht Wehrmacht oder irgendwie sowas. Mein Vater haben es mit 15 eingezogen zum Kanonennachladen und ja, war dann über eins oder zwei Jahre nur im Krieg und so. Dann war der Spuk Gott sei Dank eh vorbei, also war nicht so viel. Musstet ihr die dann auch immer fragen von der Schule aus? Also haben die Lehrer euch heimgeschickt, so fragt eure Großeltern. Wie meinst du das? Ja. Wie das war. Wie so, es war. Ja. So. Nee, okay. Tatsächlich nicht. Wobei ich es echt traurig finde, dass natürlich diese Zeitzeugen jetzt wegsterben und da tatsächlich lebendige Geschichte auch verloren geht. Ja, deswegen. Mein Großvater war unter Strauß im Verteidigungsministerium. Das ist sauber. Ja. Genau. Das schneide ich jetzt auch raus. Wir ziehen hier vom Leder und du schneidest raus. Held im Grab. Ich ging nach München auf Marienplatz jetzt, oder was? Oh Mann. Ja. Die Fans, seid ihr die Festivals schon gebucht bei euch? Jetzt für den Sommer? Ja, es sind schon einige dabei. Einige. Ja. Summer Breeze spielen wir, mit Full Force spielen wir, dann durch diverse andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Und wir haben tatsächlich eine Anfrage vom Symphonieorchester. Das ehrt einen heute irgendwie. Also, das ist ja geil. Ja, ganz ja, das fest ist, in Prag. Ja, das wird in Prag sein. Und da werden wir in der Zusammenarbeit mit dem Orchesterleiter dann Orchesterversionen, also die Songs ein bisschen umschreiben oder ein bisschen anders arrangieren. Und da freue ich mich total drauf. Das ist das Orchester, die so diese Rock meets Classic Touren machen. Und die haben halt da total viel Erfahrung. Also keiner von uns kann ja so einen Orchester-Score schreiben. Und da brauchst du halt Hilfe von außen und da bin ich echt total gespannt, wie das wird. Der war bestimmt Megadeth-Fan. Habt ihr das gesehen beim Dave Mustard? Mustaine. Nee, hab ich nicht gesehen. Habt ihr euch da von, wie heißt die andere deutsche Band, die so viel orchestral, die ersten? Flash God Apocalypse, die machen das auch. Nein. Milking the Gold Machine. Ja, aber wir haben ja auch weil auf unserem Album Nicht in meinem Namen ist ja zum Beispiel auch sehr orchestral oder unbesiegbar, ist als Bonussong auf der Deluxe-Album eine wunderschöne Ballade, ist auch sehr orchestral komponiert und da hast ja du mit dem Alex Komlev auch jemanden, also ich stehe total drauf auf dieses cinematische, orchestrale Zeug, weil es ballert halt echt wie Sau und das passt da eben in dem Kontext total gut so richtig heavy getan, finde ich. Das ergänzt sich ideal. Ihr habt auch Samples benutzt in der Zeit zuvor. Produziert ihr die selber oder wer kommt da drauf? Habt ihr einen Spezialisten, der produziert ihr zu Hause an der Kunst, also am PC selber? Oder ja, habt ihr da. Ich sitze halt so lange rum, bis halt irgendwo und drehe so lange an den Knöpfen, bis irgendwas dabei rauskommt, was halt dann cool ist, was mir halt dann gefällt sozusagen. Wie viele Produzenten habt ihr bis jetzt gehabt? Also die letzten Alben habe alle ich gemacht.
Und davor haben wir mit Ralf Quick mal gearbeitet, der mit dem H-Blocks-Produzenten. Und dann so zur Anfangszeit tatsächlich mit zwei Techno-Produzenten aus dem Münchner Umfeld. Und wir mit Ralf Weigand zum Beispiel, der auch Sport vor den Stiller gemacht hat, witzigerweise. Und wer fällt mir noch ein? Weiß ich nicht, so war es ungefähr. Okay, dann danke ich euch voll und ja. Sehr gerne. Vielen Dank. Servus. Vielen Dank. Ja, servus. Bring uns ins Radio. Jawohl. Die Rockmusik muss ins Radio. This is the shore on 88.4 and the waves keep crushing in.